Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Sound wäre nicht schlecht von Zelda Breath of the Wild. Hallo. So, in der letzten Folge haben wir ja die Fähigkeit des Magnetismus kennengelernt. So richtig habe ich es noch nicht raus. Die habe ich jetzt hoch und runter. Krieg ich die gehoben? Dann kriege ich bestimmt jetzt auch diese Truhe aus dem Wasser. Nice. Das ist schön. Bernstein, versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Sehr schön. Brauchen wir bestimmt irgendwann. Ein Pfeil. Da ist noch eine Truhe. Was haben wir denn da noch drin? Opal, ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmut und soll die Kraft des Wassers besitzen. Dann schauen wir mal, ob hier nicht noch ein bisschen Zeug drin liegt. War hier noch was? Ne, das ist nur eine Pfütze. So, wir sollen ja eigentlich zum Turm hoch, aber es glänzt einfach überall. Hyrule Grass. Hyrule Grass. Gras, Gras, Gras. So. Wer weiß, wofür es gut ist. Und da hinten ist auch ein Turm. Aber da kommen wir ja noch nicht hin. Von diesem Plateau hier kommen wir nicht runter, wie gesagt wurde. So, da oben ist noch ein Schrein. Ne, da gehen wir drauf. Dann, Leute, was ist denn los mit euch? Bockblindknochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich aus abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still, so alt, dass er schnell kaputt geht. Gut. Ein Reisebuch. Tasche voll. Hä? Moment. Nice, nice, nice. Da sind noch ein paar Fledermäuse. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da hoch. Was haben wir denn hier? Schrein des Lebens. Maonu-Schrein. Schrein des Lebens. Können wir uns dahin teleportieren? Das probieren wir gleich mal. Wir gehen jetzt erstmal hier auf den Turm. Teleportieren. Yay! Ich bin nicht mehr da. Woo! Gesammelte Pflanzen oder erledigte Tiere kannst du im Menü verzehren und so deine Energie auffüllen. Wenn du die Nahrung kochst, füllt sie sogar noch mehr Herzen auf. Wir müssen kochen. Kochen? Als Mann? Ach doch, ich kann kochen. Hallo, alter Mann. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Hast du etwas vergessen, dass du dich einfach teleportieren lassen kannst? Hab dran gedacht. Nun denn, ich habe dich hier hingerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Chica-Stein über eine Fernglasfunktion verfügt? Suche mit Hilfe des Fernglas die Schreine und markiere sie. Okay. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Woher weißt du das? Das ist Altersweisheit. Die Jahre hier draußen in der Wildnis haben mich das ein oder andere gelernt. Ich glaub's noch nicht.
Wer bist du? Dann los, nun sieh dich schon um. Wer ist das da? Wo habe ich den nochmal aktiviert? Zurück. Da stand doch gerade, dass ich... Vergessenes Plateau, da bin ich. Schrein des Lebens. Hylierberg. Okay. Das Einschreien. Das noch Einschreien. Da hinten hatte ich vorhin... Ach so, das war der da. Ja, das ist ja aber wieder die Mauer runter. Das hilft mir ja gerade nicht weiter. Da sehe ich jetzt kein Schrein. Da ist was. Da ist auch noch einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Und da unten hatte ich einen markiert. Wobei, da werde ich nicht hinkommen. Glaube ich nicht. Aber ich brauche 3 Stück. Noch 3 weitere. So, da ist der eine. Da komme ich definitiv auch hin. Oh. Da unten ist eine Totenfelshöhle. Eine Totenkopfhöhle. Totenfels. Ich gut Deutsch. Und da oben, da müssten wir auch hinkommen. Also die 3. Gehe ich mal davon aus. Dann gehen wir mal runter. Yay! Ich will diesen Paragleiter.
Was ist los, Kumpel? So. Zack. Zack. Jetzt war ich fast wieder daneben. Zack. Und unten sind wir. Ich laufe erstmal da zum Totenschild. Einfach nur so, weil ich es kann und will. Yay! Los, Link! Gib alles! Hier gibt es bestimmt noch Gegner. Da. Da sehe ich doch schon welche. Ja, da oben ist auch ein Schrein. Hallo! Hallo! Gib mir euer Essen. Grillwelt. Oh. Jetzt gehe ich mal da zum Schädel. Da oben sitzt auch noch einer. Warte, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Oh ja. Oh. Mein Schwert ist gleich kaputt. Mist. Hab ich noch was Gutes? Holen wir doch die Axt. Oh, oh, oh. Der ist ein bisschen stärker anscheinend. Aber der hält nämlich mehr aus. Oh, die Holzfällaxt zerbricht gleich. Ich bin tot. Och nein. Wo hat er denn jetzt gespeichert? Ich hab nicht gespeichert. Bitte, bitte, bitte Autosave. Hab jetzt gar nicht geguckt, ob hier ein Autosave ist. Mist, dann ist man auch so schön dran und dann. Ah, das ist gut. Das ist gut. Schwert kaputt. Wechseln. Ein Bockstock. So, der liegt auf der Nase. Och Mist, da wollte ich nicht hin. Was ist das? Bockschild. Nahrung. Essen. Gönnt ihr Link. Holzfäller-Axt. Oh, geil. Eine Waffe, die ein bisschen mehr drauf hat. Boah, dicker, fetter Angriff jetzt. War's das? Ja, Mann. Wow.
Muss ich trotzdem noch was futtern. Das war ein harter Kampf. Oh, so ein Mini-Boss. Ich hab einen Mini-Boss getötet. Oh, kein Wunder, dass er mir mit der Waffe dann auch ein bisschen mehr gezogen hatte. Hier ist noch einer. So, jetzt haben wir die nächste Kiste. Die nächste Schatzkiste. Gib mir den Schatz. Firefall. Okay. Gedrückt halten, wechseln. Boah, hier gibt es so viele Tastenkombis jetzt schon. Kann ich mir gar nicht alle behalten. Boah, das war ein harter Kampf. Aber wir haben es geschafft. Jetzt geht's hier hoch. Hier oben war ja der Schrein. Gehen wir da als nächstes hin. Oh, hier gibt es, glaube ich, so viel zu erkunden, ob wir das alles schaffen werden. Ich versuche natürlich in meinen Let's Plays immer alles so ausführlich, wie es geht, zu machen, aber bei so Riesenspielen findet man einfach nicht immer alles. Wer oder was bist du? Lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Oh. Wie komme ich denn zu dem Schrein? Ah, hier. Schnell! Oh, Yabashi, schreien. Ich bin noch nicht da. Aber so gut wie. Untersuchen. Schrein 2 von 4. Ich habe das Gefühl, dass hier ist alles noch irgendwie nur Einleitung. Und dass es dann erst richtig losgeht. Angriffe ausweichen. Wenn du ein Ziel erfasst hast, kannst du mit Hilfe von linkem Joystick und X einen Rückwärtssalto ausführen und so den Angriffen ausweichen. Okay. Das könnte helfen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yabashif. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Yabashif Schrein. Untersuchen. Shikastein erkannt. Datenübertragung beginnt. Bombenmodul. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Diese Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Okay, das sind sofort zwei verschiedene Schnellauswahl. Module. Hochdrücken, links, rechts. Okay.
probieren wir es nochmal aus. Auf R. Ja. Überwerfen. Achso. Zünden nicht vergessen. Ah, muss ich selber zünden. Okay. Ah, ablegen. Auf L zünden. Hier ist eine Truhe. Reisezweihänder. Sehr beliebt bei Abenteurern aus ganz Hyrule. Mit diesen schweren Waffen kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Dafür ist in meiner Tasche kein Platz. Wollte mich veräppeln. Dann muss ich mal so einen blöden Ast hier wegwerfen. Zack. Dann habe ich auch wieder Platz. Jetzt gib mir das Schwert. Danke. So, ein Bömmchen. So, die Wand ist offen. Geht's hier hoch. Gefahren. Ach nein! Komm schon mal hoch. Ah, hier ist eine. Leider. Okay, es ist offen. Zack. Ja. Okay, hier beenden wir erstmal die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Aber falls ihr nicht getan und Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, meine Freunde. Ciao.